Die Wollnys haben das Jahr 2021 genutzt, um ihre Ernährung umzustellen und mehr Sport zu treiben. Und das sieht man, denn auf den neuen Social-Media-Bildern sind die Schwestern total erschlankt. Vor allem Silvana Wollny hat eine Kompletttransformation hingelegt. Inzwischen zeigt sich die Zweifachmutter total selbstbewusst, auch auf ihrem neuesten Bild. Darauf posiert Silvana vor einem Spiegel. Sie trägt enge Jeans, Boots, ein weißes Shirt und einen schwarzen Blazer. Ihre Hand stützt sie an der Taille ab und präsentiert dabei ihre schmale Körpermitte. Silvanas Follower sind ganz aus dem Häuschen und gratulieren ihr zu dem Abnehmerfolg. Wow, auch bei dir musste ich zweimal hinschauen. Ihr habt alle richtig super abgenommen, erklärt ein User in seinem Kommentar. Tatsächlich sieht Silvana ganz anders aus als noch vor einigen Jahren, was ein Vorher-Nachher-Bild beweist. Nicht nur die Pfunde sind bei ihr gepurzelt, auch ihre Haare stylt Silvana jetzt anders. Die helleren Locken stehen der Wollny-Tochter hervorragend. Nicht nur Silvana, sondern sicherlich auch ihre Kinder und ihr Verlobter Florian sind stolz auf ihre Verwandlung. Silvana hat bereits zwei Töchter, die 8-jährige Selina Sophie und die 2-jährige Anastasia. Trotz des ganzen Stresses, den eine Familie so mit sich bringt, schaffte sie es, ihre Ernährung umzustellen und Sport zu betreiben. Wie genau sie so viel abgenommen hat, verriet Silvana bereits auf Instagram. Mehr Gemüse essen. Das meiste Gemüse hat im Verhältnis zu seiner Größe sehr wenig Kalorien und macht somit durch das höhere Volumen schneller satt. Außerdem verzichte sie auf Getränke mit vielen Kalorien und esse auch von kleineren Tellern als früher. Die Größe des Tellers würde das Sättigungsgefühl beeinflussen. Zusätzlich nehme sich Silvana ab jetzt Zeit fürs Essen. Dazu erklärte sie, langsamer essen, es dauert etwa 15 bis 20 Minuten, bis das Sättigungsgefühl einsetzt. Und auch für den schlimmsten Fall während einer Gewichtsabnahme ist gesorgt. Bei Heißhunger würde sich Silvana einen zuckerfreien Kaugummi gönnen. Bei so viel Disziplin kann Silvana wirklich stolz auf sich sein.